Auf der WebflowConf 2023 hat Webflow einige neue Funktionen und Updates vorgestellt, die ich heute auch mit dir zusammen einmal durchgehen möchte. Sehr überraschend gab es direkt zu Beginn einen neu überarbeiteten Markenauftritt. Das heißt, sie haben ein neues Logo auch mit vorgestellt. Hier sieht man in der Bildmarke drei Elemente, die HTML, CSS und JavaScript miteinander vereinen. Und nicht nur das Logo wurde hier neu überarbeitet, sondern auch das Erscheinungsbild komplett auf der Website. Ja, viele neue Elemente, genauso ist die Typo auch neu und so weiter. Und das passt ganz gut auch zum nächsten Punkt. Denn auch der Webflow-Designer hat ein komplettes UI-Refresh erhalten. Und das war eine Vorhersage, die ich auch vor der Konferenz schon getroffen hatte, dass sie hier das Ganze eben mal anfassen werden. Und ich finde, es ist auch ganz gut gelungen. Keine Angst, alle, die Webflow schon nutzen, ihr findet die Elemente größtenteils immer noch an den gleichen Positionen, wo sie auch davor waren. Und das ist auch gut so, weil wenn etwas User nicht wollen, ist, dann ist es Veränderung. Damit kommen die meisten gar nicht gut klar. Und ich finde, das haben sie hier gut gemacht. Die UX vom Webflow-Designer ist auch nach wie vor eine der besten da draußen und hervorragend platziert, und das macht ganz, ganz gut Sinn, dass sie da alles so belassen haben, eigentlich wie es ist. Was wir anders haben, sind eben verschiedene Icons, Inputfelder, Button, einfach dem Ganzen so ein bisschen einen moderneren Touch eben verleihen. Und dieses Update sollte auch bei allen schon momentan vorhanden sein. Das heißt, einfach mal in deinem Webflow-Projekt einen Refresh machen und dann findest du neben dieser richtig coolen neuen Ladeanimation auch eben die ganzen neuen Elemente. Und dann geht es weiter mit dem ersten Kracher, und es war auch zugegeben eine Vorhersage, die ich gemacht hatte oder die ich mir sehr gut hätte vorstellen können, und zwar, dass sie 3D-Erlebnisse in den Webflow-Designer bzw. in eben das Bauen von Webseiten bringen. Und das ist für mich auch so ein bisschen die nächste Generation eben des Webs, dass wir hier versuchen, mehr und mehr in diesen 3D-Bereich zu kommen. Wir haben das mit Augmented Reality, Virtual Reality, überall wird es so ein bisschen mehr jetzt 3D-spacig werden, und da passt das ganz gut rein. Hier arbeiten sie mit einem bewährten Online-Tool zusammen, das Spline heißt, und da gibt es auch einen kostenlosen Plan, das heißt, jeder kann jetzt hier sich einen Account erstellen, dann 3D-Objekte, vorgefertigte Objekte quasi verwenden, bearbeiten und über einen Link richtig, richtig einfach dann in den Webflow-Designer bringen. Und das heißt, alle Ebenen, die du in Spline quasi in dem 3D-Objekt auch erstellt hast, findest du auch in der Interaktion in Webflow dann wieder und kannst sie bewegen und kannst sie vergrößern, verkleinern und so weiter. Also da gibt es sehr, sehr viele Einstellungen, die wir jetzt manipulieren können, auch direkt im Canvas mit einer Live-Preview. Das ist ein Mega-Feature, was ich glaube, sehr, sehr viele Webseiten auch richtig abheben wird von anderen Wettbewerbern und so weiter, die du eben für deine Kunden auch erstellst. Wie das im Detail funktioniert, schauen wir natürlich hier bei mir im Kanal dann uns mal richtig genau an, und da gibt es eine Menge Tutorials, das weiß ich jetzt schon, weil da habe ich auch richtig Bock drauf. Dann gab es etwas, was schon so ein bisschen erwartet wurde, und zwar Localization. Das ist zum einen auf der WebflowConf 2022 schon erwähnt worden, dass sie eben an einer Möglichkeit arbeiten, Mehrsprachigkeit in die Webflow-Projekte nativ reinzubringen, und da musste man bisher immer auf externe Tools eben zurückgreifen, und das finde ich richtig gut, dass jetzt ab November quasi jeder die Möglichkeit hat, hier auch für seine Kunden mehrsprachige Webseiten zu erstellen. Und die Möglichkeit hier ist nicht nur eben Mehrsprachigkeit, sondern du kannst speziell jetzt in verschiedenen Ländern auch deinen ganzen Content eben anders präsentieren, und das ist was ganz Besonderes. Das heißt, es werden nicht nur Texte geändert, sondern du könntest jetzt in Frankreich ein ganz anderes Layout darstellen, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland gezeigt wird, und deswegen nennen sie es jetzt auch nicht nur Mehrsprachigkeit, sondern eben Localization. Und das Tolle ist auch, dass wir hier, sie werden es irgendwie im Hintergrund mit einem Tool zusammenarbeiten, automatische Übersetzungen quasi mit integriert haben. Man kann über simple Icons dann einfach drüber gehen und klicken, und dann werden die Inputfelder, Textfelder einfach ausgefüllt, und man kann auch ziemlich einfach zwischen den Sprachen, zwischen den verschiedenen Länder-Layouts dann einfach hin und her switchen, und auch die CMS-Daten und so weiter werden dann entsprechend einfach nochmal neu überarbeitet von Kundenseite oder von dem, der eben gerade als Editor im Projekt ist. Dann ging es weiter mit CSS-Variablen, auch zugegeben eine Vorhersage, die ich getroffen hatte, dass wir hier jetzt richtig robuste Design-Systeme in Webflow auch bauen können. Falls du in Figma arbeitest, dort wurde das genauso auch dieses Jahr eben mit vorgestellt und integriert. Genauso ähnlich ist es jetzt eigentlich auch in Webflow. Du kannst dir das Ganze so vorstellen, dass du jetzt zum Beispiel Farben, auch genauso Fonts oder eben Größeneinheiten und so weiter in Variablen speichern kannst, die du dann in deinem Projekt jeweils immer verknüpfst bei verschiedenen Elementen. Und diese Variablen schreiben sich letztendlich im CSS-Code genauso, wie es auch bei der Apple-Website, bei der Google-Website auch verwendet wird. Das heißt, ganz normale CSS-Variablen, die wir hier auch weiter verarbeiten können, zum Beispiel in einem SVG, oder du kannst selbst auch Variablen als Text neuerdings als eigenen CSS-Code im Designer hinzufügen und musst dafür nicht mehr irgendwie ein Embed-Field mit einem Style-Brackets irgendwie aufschreiben und so weiter. Also das wird alles noch viel einfacher, und da bin ich auch richtig froh drum.
Dann gab es ein Update bei den Components, die auch immer robuster und besser geworden sind im Laufe des Jahres. Und hier gibt es einerseits die Möglichkeit, auch die Mehrsprachigkeit einfach hinzuzufügen, also Elemente dann übersetzen zu lassen. Und genauso gibt es jetzt auch Component-Slots. Das heißt, du hast innerhalb von einer Komponente die Möglichkeit, einen Platzhalter zu definieren. In den Platzhalter kannst du letztendlich dann alles einfügen, was du im Webflow Designer auch sonst irgendwie bauen könntest. Und das ist eigentlich richtig nützlich, dann muss man nicht für jede Kleinigkeit irgendwie wieder eine neue Komponente bauen. Genauso kannst du auch die ganzen CSS-Variablen, die du dir vordefinierst, auch in den ganzen Komponenten dann mit einbauen. Dann haben sie nochmal eine Weile über die Webflow-APIs gesprochen und auch, wie man damit eben ganz tolle Webflow-Apps bauen kann, die wir jetzt auch im Designer quasi bei jedem Projekt hinzufügen können. Und ich denke, da wird auch in der Zukunft eine mächtige Sammlung eben erstellt werden. Was hier ganz interessant ist, dass auch neuerdings Entwickler, die Apps bauen, eben Zugriff haben auf diese neuen Variablen, die jetzt auch dann im Designer zur Verfügung stehen und genauso auch ab November dann eben auf die Localization-API. Also das heißt, man kann dann hier auch Apps bauen, die letztendlich interagieren mit der Mehrsprachigkeit der Seite. Auch für das Figma zu Webflow Plugin gab es Neuerungen, und zwar ist es jetzt auch möglich, die in Figma erstellten Variablen und auch die Komponenten dort mit dem Webflow Projekt zu, sage ich mal, eher synchronisieren, weil du kannst sie jetzt quasi rüber zu deinem Webflow Projekt schieben und die werden dort auch sofort sichtbar und sind schon gebaut, genauso wie du es in Figma gemacht hast. Aber letztendlich kann es ja sein, dass in Zukunft dann irgendwie ein Designer nochmal für den Entwickler was eine Neuerung rüberschieben möchte, und dann gibt es wie so eine Synchronisation. Du siehst genau, okay, was hat sich geändert, was sind da Neuerungen in dieser Komponente, und du kannst die dann miteinander synchronisieren, also dann neu updaten. Finde ich ganz gut, dass sie hier einen Schritt weitergehen und das auch weiter verfolgen. Im Bereich eben Design, Entwickler, Zusammenarbeit, gerade bei Teams und Agenturen, wird das sicherlich eine wichtige Rolle spielen. Webflow wird auch von immer mehr Programmierern genutzt, die wirklich tagtäglich auch eigenen Code schreiben, und hier gibt es eine ganz interessante Erneuerung, und zwar bei DevLink. Das war auch was letztes Jahr schon eingeführt wurde. Das heißt, man kann Komponenten aus Webflow heraus exportieren in zum Beispiel eine React-Umgebung und dort dann weiter mit den Komponenten arbeiten. Das Ganze geht jetzt neuerdings auch rückwärts. Das heißt, jemand codet etwas in React und du kannst das Ganze dann in dein Webflow-Projekt reinholen. Das Ganze wird in dem Layout-Panel dann vorkommen, auch wie so eine eigene Komponente. Kannst du dir in deinen Webflow-Designer dann reinziehen und dann hast du in der Sektion quasi einfach ein komplett eigengecodetes React-Komponente drin. Und das ist schon richtig mächtig, weil damit kannst du zum Beispiel dann wirklich dir Sachen bauen lassen, wo zum Beispiel der Standort abgefragt wird, wo man eine Suche eingibt, die dann live irgendwelche, in dem Fall war es jetzt hier ein Beispiel mit irgendwelchen Speakern, die vor Ort eben stattfinden, ja, dass sie da eine Live-Suche mit integriert haben und so weiter. Und das basiert dann ja auf irgendwelchen eher so App-like-artigen Funktionen, die man dann in eine Website zum Beispiel integrieren möchte, ist es schon etwas, was ziemlich mächtig ist. Und gerade wenn man da mal Kundenaufträge hat, die einfach so ein bisschen mehr fortgeschritten sind, glaube ich, ist es richtig nützlich, hier mal einen Partner sich mit reinzuholen, der dann in React zum Beispiel etwas programmieren kann. Dann gab es auch Verbesserungen in der Zusammenarbeit. Hier haben sie auch nochmal gezeigt, dass eben Freelancer, genauso Agenturen, bei einem Kundenaccount quasi hinzugefügt werden können. Das gibt es jetzt schon eine Weile, den nutze ich auch richtig gern. Das heißt, ich habe die Kundenprojekte dann in meinem eigenen Webflow-Dashboard und muss mich nicht immer bei denen einloggen. Und genauso können auch kostenlos weitere Kommentatoren zum Beispiel bei einem Projekt hinzugefügt werden, die dann einfach zum Beispiel damit zusammenarbeiten. Und in den kommenden Monaten gibt es die Möglichkeit, dass auch jemand, der in Webflow sich eingeloggt hat als Editor, Komponenten hinzufügen kann. Das heißt, er kann sich selbstständig ganze Seiten aufbauen, während eben andere Designer im Projekt gerade noch arbeiten. Und das ist natürlich auch sehr sinnvoll, weil auch Kunden immer mehr quasi eigene Unterseiten vielleicht mal strukturell erarbeiten wollen, wofür wir einfach schon vorgefertigte Komponenten denen zur Verfügung stellen. Und zu den ganzen Updates gab es dann auch noch ein paar kleinere Verbesserungen, die jetzt jeder in seinem Webflow-Designer auch schon haben sollte. Die betreffen eben Geschwindigkeit, ja, Skalierbarkeit, dass du schneller Sachen findest, zusätzlicher CSS-Support. Zum Beispiel ist auch das Seitenverhältnis unterstützt worden. Aspect Ratio heißt es im CSS, dass man einfach Bildern Seitenverhältnisse vorgeben kann, die sie dann beibehalten. Also ich bin übergeordnet ziemlich zufrieden eigentlich mit der Webflow-Konferenz. Für mich hätte es noch ein paar Updates im Bereich CMS geben können. Da habe ich mir gehofft auch, dass ein paar Limitierungen aufgehoben werden, aber wer weiß, vielleicht erfolgt es ja auch noch in den nächsten Monaten. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du die Konferenz fandest, da würde ich mich freuen, und dann kriege ich auch so ein bisschen raus, über welche Sachen ich jetzt in meinen nächsten Videos auch sprechen soll.